Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin Alfio. Ja, wir machen die Hauptquest weiter, wie versprochen. Die Lügen des Skarabäus. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier in der Stadt der Sande, nennen wir sie einfach mal so, erwarten wird. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Oh, oder auch nicht. Na egal. Ist ja echt alles im Sand am Verschwinden. Okay, jetzt habe ich mich verarscht. Bin ich jetzt auf die Umsonsten gegangen? Nein, Bayek, du sollst doch... Ey, Bayek, du sollst da rüberklettern, danke. Fängt an, als weißes Stück dann C, da fängt an, weiter zu klettern. Total dumm. Und klingt wie ein Irrer. So. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Sieht aber cool aus. Ich bin tatsächlich Tahaka. Der große Planer aus Saïs und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Okay, wo führt er mich jetzt hin? Schon wieder nur mich ins Geheime verstecke hier. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Da kommt ein Sandsturm. Da kommt ein Sandsturm, Schuss. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass mich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Zack, tot. Hierher! Tot. Schlag diese Scheißkerle zurück! Verwundeter, schwer verletzt, ernsthaft? Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Zack, erledigt. Berge von Sand. Warum war jetzt schon wieder dieses Gen aktiviert? Ich versteh's nicht. Jetzt! Euer Blut wird meinen Garten wässern! Ist der tot? Und... Zack. Ernsthaft? Lol. Bist ein ziemlicher Lappen. Muss man mal sagen. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Magi! Kämpf mit mir! Ja, ich kämpfe die ganze Zeit schon mit dir. Bloß du kämpfst nicht. So. Und zack. Na, alles klar? Hallo? Was hast du jetzt? Oh. Ist jetzt dein Ernst? Ah, er geht endlich weiter. Noch mehr. Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Magi, zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Bayek, lauf nicht in den Sturm hinein! Tue ich ja nicht.
Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf. Doch ihr findet eiserne Krallen vor. Zack. Ist noch einer. Einfach durch und durch. Helft mir mal hier drüben. Zack. Haben wir es jetzt? Wie viele sind denn hier noch? Wie viele Banditen haben die denn? Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Bayek, schnapp sie dir. Ja, geh mal aus dem Weg, Junge. Bleib bei mir, Bayek. Metropolis wird euch standhalten, Hunde. Ja. Sterbt, ihr Hundesöhne. Oh, Schlangen. Haben es endlich. Scheint so. Ernsthaft, Junge? Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Oh, guck mal, schon ist der Sandsturm vorbei. Ja. Wo willst du hin, Junge? Wohin mit dir? Ich wollte schon sagen, du musst jetzt einfach auf die Treppe. Da? Ach so, noch mehr Soldaten. Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Ja, klatscht mal. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Wollen wir dann mal. So, welches Pferd ist für mich? Das dann schön. Oh. Hier waren wir auch schon gewesen. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Kennen diese Strategie seitlich? Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Nürnstein. Wohin? Achtung! Lass mich durch! Töte alle Banditen im Lager. Das sollte für mich kein Problem sein. Hallo? Wie komme ich jetzt an diesen Loot dran? Toll. Na egal. Die war. Weißt du, dass wir einen Warp gefangen haben? Die Göttin. Schnell ihr seid, wie flink. What the fuck? Hey. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Schön, dass wir für dich hier durchklettern können. Ja, ach da. Das wirst du noch bereuen. Na? Was, Sandro? Mach mal langsam! Verschafft mir das!
ne? Folge deinen toten Freunden! Erledigt. Eine Weile hier, nicht wahr? Okay. Spürst du das? Mir stehen die Nackenhaare zu Berge. Du hast Sinn. Halt die Augen offen. Wo willst du mit mir? Fall nach denn drinnen? Da in die Stadt oder was? Ernsthaft? Nö. Nach drinnen, in drinnen sein. Ah, aber wo willst du hin? Wieder hier oder was? Schauen wir schon. Zack. Will mit dir. Ach, deswegen. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus. Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit. Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt mit ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen. Sobald ihr ausgeruht seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein. Okay. So, wir dürfen wieder nach Letopolis. Jawohl, dürfen wir. Dann gehen wir mal hier hin. Brauchen wir nicht wieder latschen. Spiele es noch einmal, Paneos. Paneos der Jüngere ist ein großer Fan der tragischen Plejade? Demonstrativ engagiert. Die Einwohner Alexandrias lieben ihre Stadt und demonstrieren. Ja. Ui, zack. Na komm, hier liegen wir noch die Typen rum. Ist das Absicht, dass sie so halb im Sand versunken sind? Das wäre sehr, ist es sonst cool. Das würde ja zum Thema Stadt passen. Muss man ja mal sagen. Oh, hier liegen sie auch noch alle rum. Finde ich gut, dass sie nicht alle direkt despawnen so, dass man das immer noch hat. So. Da hat aber hier ein schickes Haus, muss man sagen. Hast du den Sandsturm gesehen? Hat nichts zum Looten. Komm, Vater sagte, du bleibst. Oh. Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Ich hab's doch gewusst, dass er der Skarabäus ist. Ich hab's mir so gedacht.
die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Gabius, Tahaka. Senno. Aya. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Das klappt dich doch aus. Junge. Bitte hasse mich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Wie soll ich das denn machen? Soll ich mich denn befreien, ne? Ist das? Ah ja. Ich weiß nicht, wie ich das gerade mache, aber ich mache es irgendwie. Wer bist du? Ich kann nichts machen. Okay. Was sollen wir machen? Ich verstehe das nicht so ganz. Muss ich gestehen? Was soll ich drücken? Ernsthaft? Ich kann Senno sein. Aber... was bringt's mir? Ach, mein Pferd soll ich rufen. Komm her! Guter Junge! Das ist nicht mein Pferd. Oh. Pferd, ernsthaft? Danke, Senno. Wir haben keine meine Ausrüstung. Mögen die Götter dir gnädig sein. Das habe ich doch, das ist meine Klinge, oder? Sieht aber sehr edel aus. Und lassen Sie mich mal. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Ganz schnell reise? Und verwischt hat. Ja, das ist echt jetzt hart. Aber ich habe auch schon mit Fäusten gekämpft, von daher, mein Level regelt das dann schon. Eieiei. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Erstmal den Sand aus dem Mund pflücken. Aber wenn er der Skarabäus ist, warum ist er dann so, Anführungszeichen, armselig? Sagen wir mal so. So, meine Sachen sind lokalisiert. Wow. Hey, du! Halt! So. Dieser Ort wird schwer bewacht. Nur so ein nepalisches Ding hier. Kein Problem. Wir haben immer noch unsere Klinge. So ist es ja nicht, ne? Die Ausrüstung verpackt? Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für Sevetu. Gut, wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Den wir eingegraben haben? Zwei Tage? Er sah zäh aus. Ich wette fünf. Wir sind denn hier? Hä? Die sind doch gar noch nicht da, oder? Sind dabei. Moment. Wer überprüft das? Okay, waren wirklich die beiden. Ich die ganze Zeit hier drunter ist einer. So. Meine Ausrüstung her, bitte. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Bring jetzt ziehen wir uns die Klinge doch an. Hä? Logik?
Brief an Sephiroth. Sephiroth, nimm diese Waffen und Rüstung als Bezahlung. Du wirst ihren Wert schnell erkennen. Und ich erwarte im Gegenzug angemessene Dienste von dir. Okay. Hallo Jungs. Ein Moment. Deine Zeit. Was mit meiner Zeit, hä? Arschloch. Bayek von Sie war's wieder hier. Bitches. Jetzt wird hier jemand getötet, habe ich das Gefühl. Der Skarabäus wird sterben. Eine Gruppe von Dichtern aus Alexandria aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeit. Heißt das vor unserer Zeit, würde ich sagen? Kulturelle Elite. In Alexander gab es unzählige Tempel, Theater, Museen und Bibliotheken. Ja, komm her, Pferd. So. Ja, komm, die liegen auch noch hier. Ja, ich habe ihn noch beschützt, ey, weißt du? Er war ein Lappen im Kämpfen. So. Komm her, du. Diese Zone ist tabu. Ist mir egal. Du bist am Ende. Zünde die Feuerschale an. Na doch. Ups. Na? Stirb. Ah, so ein Schild steht noch. Komm her, du. Na gut, dann wollen wir mal hier seinen Tod bestätigen. So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Goopa hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein. Und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. So. Er ist also tot. Ah, Vater! Ich strecke dich nieder! Wie du, mein Vater! Ich dachte, du bist unser Freund! Ich hasse dich! Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge.
Der Skarabäus. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf. Wenn wir jetzt etwa Aya. Das wäre auch mal interessant. Licht bitte. South Park. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxidas, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen. Eine Königin zu retten. Und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Jo, wir dürfen das Schiff steuern. Geilo. Oh, wie cool. Normale Fahrt! Langsam jetzt! Und Tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke cool. In deinem Bart verfängt, Foxy das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert saugen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Yeah. Am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus' Schiffe. Zweifellos entsandt vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Wie schnell ist das Schiff von denen? What the fuck? Guck mal, wie schnell das ist. Ist das ein Formel-1-Auto? Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Werde mich nicht überraschen, wenn sie nur... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereit halten! Okay. Ja. Erhöht die Schlagzahl! Oh. Rudert schneller! Nehmt das, ihr Narren! Normale Fahrt! Auf geht's! Erhöht okay. Die Schlagzahl! Feuer! Verdammt! Erwischt! Feuer! Feuer! Achtung! Erhöht das Tempo! Jetzt!
Erledigt. Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell. Wir haben diese Malakia. Zielt auf die Heckflossen. Die sind voller Öl. Die brennen wie Kamelscheiße. Auf Rammgeschwindigkeit. Wow. Nehmt sie aus wie Fische. Alala. Alter, haben die fertig gemacht. Deckung. Schneller. Feuer. Getroffen. Verdammt. Feuer. Nehmt das, ihr Narren. Oh, da war es schon getroffen. Nehmt das, ihr Narren. Aber das war der letzte von ihnen. Und keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Deckung! Oh. Im Rhythmus bleiben! Ich bin da. Erhöht das Tempo! Können noch mehr? Weiter können wir nicht schießen. Mehr Tempo! Eieiei. Das ist cool, die Seeschlachten sind cool. Muss man mal sagen. Dass man halt so rudert schneller! Na los! Aber wie viele sind denn hier noch? Da! Ich sehe ihn! Pompeius im Norden! Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten! Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht! Das Schiff ist aber das ich sterbe nicht cool gern zum Schutz eines Römers! Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann! Weißt du... Du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Wir wollen Pompeius nicht beschützen. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind. Feuer! Feuer, los! Mehr Tempo! Wir stehen unter Beschuss! Wir müssen was tun! Zeigt es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Und Schlag! Yeah. Einer ist noch übrig! Das Feuer! In dir steckt doch mehr! Feuer! Rufdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeig ich dir, was ich mit dem Schwert alles bekomme. Ja, jetzt schießen sie einfach selber. Boom. Wir gehen unter! So muss das sein! Und die haben gerettet. Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Aja! Ich benehme mich auch! Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint?
Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Na, da hast du noch mehr Schiffe. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Oh, das war ziemlich cool, finde ich. Also die Seeschlachten machen Spaß. Die sind ehrlich so komplex, sagen wir es mal, wie die bei Black Flag. Black Flag, die Seeschlachten, die waren ja mega gut, muss man mal sagen. Bei Black Flag hatten wir jetzt auch wirklich 360 Grad schießen. Nicht da nur so halt immer in so ein, was sind das, 160 Grad, sagen wir mal, auf beiden Seiten. Die See, Errungenschaft freigeschalten. Nice. Quest abgeschlossen. Pompeius Maximus. Neue Quests sind halt am See. Jetzt gehen wir wahrscheinlich aus dem Dingsubs da raus. Aus dem Animus. Aber schön, dass wir jetzt hier immer hin und her geschickt werden. Das ist ein bisschen doof. Ja, sag ich ja. Leila, sofort! Ich brauche dich! Ein Van? Eier, was willst du mir da? Vergiss diese Eier! Abstergo ist hier! Sie müssen dahinter gekommen! Oh, Scheiße! Fuck! Wie? Scheiße! Hier sind sie auch! Okay, Leila, hör zu. Ich kenne dich. Und ich weiß, dass du einen Ausweg findest. Okay. Oh, Final Fantasy. Ja, passiert doch noch was? Einfach Final Fantasy. Und nochmal Final Fantasy, der Kaktus. Schöne kleine Easter Eggs. Bin ich da? Seid ihr jetzt auf Bogenschützen? What the fuck? Kann sie denn auch jemanden angreifen, frage ich mich. Ich habe hier einen Bogen dabei. Na gut, ich würde sagen, wie wir aus dieser brenzlichen Situation rauskommen, sehen wir in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao. Sitting on my throne, I'm running for the